Ich sag dir was, Mann, es könnte schlimmer sein. Die Impfung hätte im Schlaf zum Tod führen können und niemand würde mehr an dich denken. Das tröstet sehr. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn du dir Möbel kaufst, sagst du dir, erledigt. Ein anderes Sofa werde ich nie mehr brauchen. Egal, was kommen mag, das Sofa-Problem wäre abgehakt. Ich hatte alles. Eine sehr anständige Stereoanlage. Eine Garderobe, die sich mittlerweile wirklich sehen lassen konnte. Ich war so kurz davor, mich vollständig zu fühlen. Mann, und jetzt kommt die Boosterpflicht. Scheiße. Alles weg. Alles weg. Weißt du, was ein Plate ist? Ich glaube, eine Decke. Eine kleine Decke. Nichts weiter. Wieso wissen Leute wie du und ich, was ein Plate ist? Ist das unentbehrlich für unser Überleben, gesundheitstechnisch betrachtet? Nein. Was sind wir eigentlich? Tja, keine Ahnung. Konsumenten? So ist es. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der übermächtigen Pharmaindustrie. Vitamin D, gesunde Ernährung, solche Sachen interessieren mich nicht. Mich interessieren vielmehr die Öffentlich-Rechtlichen, die Tagesschau und Jan Böhmermann. Ein vollständiges Impfbuch. Moderna, BioNTech, Astra. Martha Stewart. Scheiße, Mann, wer ist das? Wir sitzen verdammt nochmal alle in einem Boot, das geht alles unter, Mann. Drauf geschissen auf deine Booster-Impfung oder den Super-Hyper-Booster. Ich sage, fühl dich nie vollständig. Ich sage, Schluss mit der Perfektion. Ich sage, entwickeln wir uns. Schmeiß den Impfpass einfach weg. Das ist meine Meinung. Ich könnte mich täuschen. Vielleicht ist alles eine furchtbare Tragödie. Es ist nur Krempel. Tragödien jetzt. Jedenfalls hast du einen Haufen vielseitiger Lösungen für ganzheitliche Gesundheit eingebüßt. Scheiße, du hast recht. Ich rauch nicht, vielen Dank. Naja, meine Versicherung übernimmt das wahrscheinlich. Also. Was? Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Aber ich will dich von nichts abhalten.